Ja, hey, ich bin Tara Dave, ihr seid auf Kinder Porn und was. Und heute bin ich nicht alleine, heute bin ich mit einer Freundin da, das ist Wachs. Servus. Und wir sind euch nicht in meinem Zimmer, ihr seht, das ist viel größer als mein Zimmer. Es ist Wachs Zimmer, von Wachs und noch einer Freundin. Und diese besagte andere Freundin ist momentan nicht da. Die ist bei Freunden unterwegs. Und deshalb haben wir jetzt gesagt, wir machen uns den Spaß draus und wollen dann Prank spielen. Der Koffer schon bockt. Na, der ist la. Der ist la. Sie hat doch mehr Wolle als das. Wer ist la? Die Kunden, alles, also die Socken, die Hälften von den Socken, einzeln einpacken. Also immer an und im Koffer einpacken. Wie? Ja, nur im Koffer rein tun. Also das ist dann der Schluss von der Schnitzeljagd? Genau. Können wir machen? Dann darf er wieder da her. Dann darf er da hin, wo er jetzt steht. So wie er jetzt ist. Ich habe jetzt immer zusammengekommen. Brav, schau dir unser an. Ich hab's gerade gezeigt. Das geht nicht. Wir haben Platz. Okay. Das geht nicht auf. Socken. Sind das alle ihre Socken? Wahrscheinlich. Okay. Bist du da schon auf die Kamera rein und abgekippt? Kommt wirklich nicht weg, kann sie ja. Ja, nur eben in einzelne Backe, in eigene Backe. Mit der Schiebverbackte. Ich hab mir eben die. Ja. Ich werde nicht so das Kostüste bisschen. Oh, wie geil, was hast du gemacht? Das Baby oder was? Okay, dann gehe ich raus.
Nicht okay, jetzt sind wir aber selber. Wie war das? I swear, es soll auch nicht, dann I'm up to no good. Ich so nicht. Ihr würdet ja verarbeitet werden, sonst. Ihr werdet so verarbeitet. Ihr habt keine Theorie mehr, ihr habt keine Fiktion mehr. Jetzt geht's mir das Geschäft liegen. Aber ich hätte nicht ein kleines Geschenk noch machen können und ganz so kleine Worte, das die ganze gemacht hat. Ich hätte fest, wie man schön aus Österreich. Irgendwas ist nicht so gemeint. Ja, es stimmt schon. Irgendwas hat jetzt keiner geschenkt, aber haben wir nicht. Ich kann nachher schauen, wie du was hast. Ja, das hilft genau, wenn noch was besorgt hätten. Listen. Na ja, gut, Maxima. Ja, 7 ist vorbei. Ja, dann geht er wieder Süßigkeiten aus dem Geschäft. Immerhin. Was magst du für Süßigkeiten? Ich esse nämlich nicht einmal so eine Süßigkeiten-Tiger. Bei mir Gemüsechips. Weil ich da noch nicht hinmachen wollte. Glaubst du wirklich, dass Heider Abend überleben wird? Ich war dann überrascht, wann wir heute Abend überleben. Weil wir werden so zu sein, wenn wir das filmen. Das wird uns so besser. Das wird so großartig. So, also. Wir haben den Koffer fertig eingerannt. Wir haben kleine Zettel geschrieben, auf denen Notizen draufstehen, damit sie alles findet. Und es ist eine kleine Schnitzeljagd. Und die erste ist, fehlt dir was? Dann der kleine Brief. Den legen wir da in die Schublade rein. So. Die Kamera müssen wir dann noch verstecken, die andere. Genau, die Mikro kriegt jetzt den Zettel. Der führt in die Küche. Irgendwo da wieder. Der Zettel führt in die Küche. Und sie hat da eine Mikrowelle. Das ist eine Küche. Ich bin verwirrt. Was steht da drauf? Achso, ja, stimmt, sowas. Das haha, falsche Kühlschrank kennt bei uns einer. Also ich kenne den Kühlschrank gerne. Das Eierfach. Und den stecken wir da. Vielleicht dass du den noch her, wenn es aussieht, dass du den da her tust. Passt. Gut, und den restlichen kleinen Küche. Let's go.
ist wurscht. Durch die Finsternis in das Licht. So, wir haben Mikrowelle. Sag uns leider, falsche Mikrowelle. Das wäre sehr witzig, weil auf dem Kühlschrankzettel, den wir vor dem anderen Kühlschrank versteckt haben, steht drauf, falscher Kühlschrank. Dann, das ist mein Fach. Da kommt ein Zettel einer, der auf den Kühlschrank im Zimmer führt. Und der letzte Zettel von da. Ich hoffe, dass der den nimmt. Und that's that. Jetzt warten wir wahrscheinlich so ungefähr 4 Stunden. Ja, schon blöd, oder? Ja, sehr blöd. Das hat sogar welche. Du hast das verkeilt. Aber es fallen irgendwie voll gefallen. Ich wollte die ausziehen. Das ist halt der Kopf. Und den wollte ich nicht aufholen. Das ist doch nicht so. Ich glaube, du bist die andere Schule. Ich weiß, da war das Zitat drin. Magst du das vorlesen, was draufsteht? Fehlt dir was? Du hättest es besser wissen müssen. Mit einem wird's kalt, wärm dich bei der Mikrowelle auf. Und ich hab das Schmaschen zuerst schon gesehen gehabt. Ja, ja, und ich war so, ja, das hab ich ja nicht einmal hinterfragt. Das war ja der Plan, dass du das Maschen gleich siehst. Aha. Ich hab's aber nicht einmal hinterfragt, ich bin nicht einmal eingeschaut. Also ich bin immer ein Barfuß. Ja, du hast doch sogar ein ganzes Paar Schuhe. Ich bin immer offen und überfüllt. Zieh am schwarzen Band an. Weg. Offen und überfüllt. Der Kühlschrank nah. Am schwarzen Band. Ich bin immer offen und überfüllt. Vielleicht Max im Rucksack. Ein Tipp ist es nicht in dem Zimmer. Oh! Ich hab da extra damit kontrolliert, dass die Kleine drin sind. Gut. Doch, rede noch. Ja. Ja, scheiße. Ein irischer Schaf und ein griechisches Herz beschützen den nächsten Hinweis. Okay. Ah, was ist das? Zuerst ein Meter doch. Fucking Feta. Na. Was? Jetzt ist einer. Ah, ja, das stimmt. Aha. Wo steht denn um? Haha, falscher Kühlschrank. Um
Mann, das ist aber super. Jetzt habe ich sogar eine Sache noch. Zwei Socken. Zwei Schweizer in meinem Kino, von den anderen drin. Wurscht. Aber die waren nur so niedrig, deswegen wollte ich es nicht nehmen. Okay, was haben wir da? Eine große Überraschung, bitte einen Trommelwirbel. So viel freut mich nicht einpacken. So, und hier haben wir vermutlich. Es ist sicher was zum Essen. Oh nein, es ist ein Sacker! Das mache ich nie da. Ich finde uns witzig. Da ist sicher Socken drin. Wobei, vielleicht wirklich. Es ist schön, wie vorsichtig sie die Backel aufmacht, damit kein Konfetti ausfällt. Alter, das ist arg! Wahrscheinlich schon. Ich würde lieber reinschauen, ich habe selber keine Ahnung, wo die Socke und wo Konfetti drinnen ist. Also. Das ist das letzte Backel? Ja. Hast du nun dankbare Abschlussworte? Ja, danke für die tolle Überraschung. Ich bin ja immer das Konfetti bereit. Ich bewundere euch für eure Ausdauer, mich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Oh Gott, Alter. Bist du froh, dass wir das noch nicht mehr gestern auf Nacht gemacht haben? Sehr.
schütteln. Spaß. Da noch so offen, wir haben Angst, was ist da drin? Wir haben es geschafft, das war sehr erfolgreich. Dezente Planänderung, aber trotzdem sehr amüsant. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns bis demnächst. Macht's am allerbesten und ciao!